So, ich beweise jetzt die Körperaxiome bezüglich der Verknüpfung plus, also die Addition ist hier relevant für die Menge der komplexen Zahl C. Die Menge der komplexen Zahlen sind alle Paare AB, für die gilt AB sind reelle Zahlen. Wir haben im externen Video kennengelernt, dass dieser Zugang über die Paare, über die Double, ja, äquivalent ist zu der Darstellung A plus B mal I, ja, Element aus C. Ich kann damit arbeiten, aber ich kann auch damit arbeiten. Für die Addition eignet sich am besten dieser Nachweis über diese Paare, ja. Wir fangen direkt an für das Assoziativgesetz. Gesetz bezüglich plus gilt Doppelpunkt. Naja, seien zwei Paare, beziehungsweise wir brauchen drei. Aus dieser Menge der komplexen Zahlen, dann folgt zunächst, ich kann diese Elemente natürlich verknüpfen und ich kann natürlich zuerst hier klammern und schauen, was mein Ergebnis besagt. Ich weiß, wie diese Addition definiert ist. Ja? Das können wir hier nochmal angeben. Auf dieser Menge ist die Verknüpfung plus so definiert, in der ersten Komponente A addiert mit A' in der zweiten B plus B'. So, wenn wir diese Definition jetzt hier anwenden zunächst, dann habe ich A plus A' und hier habe ich B plus B'. Also ein neues Double in dieser Menge C. Und hier hinten schreibe ich zunächst ab. So, jetzt wende ich auf die Verknüpfung und, also plus, nochmal die Definition an. Dann habe ich A plus A' plus A2' mit der zweiten Komponente A plus B' plus B2'. Also wieder ein Double in der Menge der komplexen Zahlen. So, und, also wir haben ja hier formuliert, für das Assoziativgesetz bezüglich plus gilt, Doppelpunkt, hier ist Doppelpunkt, seien das Elemente aus der Menge der komplexen Zahlen, dann folgt das und, ja, naja, A, B, dieses Element, addiert mit A'B' plus A2'B2', aber diesmal hier geklammert, ist dann nichts anderes als, naja, ich wende die Definition der Addition erst hier an. Nun wende ich die Definition der Addition hier an. So, ich habe wieder ein Double, das in der Menge der komplexen Zahlen liegt, ja, es hat die Gestalt, ja, obwohl hier jetzt allgemein betrachtet drei Summanden stehen, aber wenn ich das tatsächlich umsetzen würde, hier sind ja Double mit reellen Zahlen drin, dann hätte ich ja hier jeweils eine Zahl stehen, ja, und die ist natürlich in der Menge der komplexen Zahlen enthalten. So, aber was viel interessanter ist, ich habe einmal hier geklammert, und dann dieses Double drauf addiert und habe dieses Ergebnis erhalten. Ja? Dann habe ich einmal hier geklammert und dieses Double drauf addiert und habe dieses Ergebnis erhalten. Und was erkenne ich? Die beiden, die sind gleich. Ja? Also kann ich daraus folgern, für alle Double, und die waren ja beliebig, wir haben ja keine spezielle Auswahl getroffen, ist ja alles allgemein hier drin. Also für alle
paare hier, drei Stück brauche ich, aus der Menge der komplexen Zahlen gilt, ja, AB plus A'B' plus A2'B2', Klammer, Klammer, ist gleich AB plus A'B' plus A2'B2', aber hier geklammert. So. Ja, und damit ist das Assoziativgesetz für die Menge der komplexen Zahlen nachgewiesen. Das gilt, ja, für diese Elemente hier. Und aufgrund der Definition der Verknüpfung. Ja. So ist eben die Addition bezüglich der komplexen Zahlen definiert. So muss man rechnen. So. Als nächstes schauen wir das Kommutativgesetz an. Für das Kommutativgesetz bezüglich Plus gilt Doppelpunkt. Naja, wir nehmen zwei Elemente diesmal. Wir brauchen keine drei, wie beim Assoziativgesetz, aus der Menge der komplexen Zahlen. Und daraus folgt, naja, ich kann sie verknüpfen. So. Hier verwende ich die Definition der Verknüpfung, die besagt, die ersten Einträge musst du zusammenaddieren, zweiten Einträge ebenfalls. Das ist nur die Definition verwendet. Jetzt kann ich hier drin aber die Kommutativität in den reellen Zahlen ausnutzen, denn das sind ja reelle Zahlen. Also kann ich hier vertauschen. A' plus A und hier steht B' plus B. So, ist gleich. Na, jetzt lese ich meine Verknüpfung bzw. die Definition der Verknüpfung rückwärts. Dieses Double erhalte ich über die Rechnung. Ne? A' B', also dieses Double addiert mit diesem Double. Ne? Ja, und was steht jetzt hier? Daraus kann ich doch folgern. Dieses Double plus dieses Double ist nichts anderes als, ja, dieses Double plus dieses Double. Ja, denn hier steht ja überall ist gleich. Ne? Also das ist das. Also gilt das Kommutativgesetz für die Elemente in den komplexen Zahlen. Also, beziehungsweise, die Elemente sind ja die komplexen Zahlen. Also, in der Menge der komplexen Zahlen sind Elemente und für diese Elemente gilt das Kommutativgesetz. Ja. So. Das heißt, für alle Paare aus den komplexen Zahlen gilt so, und das ist das Kommutativgesetz. So, wir brauchen ein Neutralelement bezüglich der Addition. Für das Neutralelement, geschrieben E unten plus, bezüglich plus, schreiben wir es nochmal explizit hin, gilt, Doppelpunkt, ja, E unten plus ist 0, 0, dieses Paar. Das ist natürlich zunächst eine Behauptung. Beweis. Ja, sei ein Double aus den komplexen Zahlen entnommen. Daraus folgt A, B, dieses Double addiert mit meiner Vermutung, ist jetzt die Definition der Verknüpfung plus hier an der Stelle verwenden. Also habe ich hier A plus 0 und B plus 0. Jetzt verwende ich, naja, das Ergebnis in den reellen Zahlen wäre ja einfach schlichtweg dieses Double AB, denn A plus 0 ist A und B plus 0 ist B. Und das kann ich ja wieder so schreiben. Das ist 0 plus A und hier 0 plus B.
Denn innerhalb der reellen Zahlen gilt ja die Kommutativität zwischen zwei reellen Zahlen. Ja, aber jetzt lese ich wieder die Definition für die Verknüpfung rückwärts sozusagen. Das ist ja nichts anderes als das Element, das mein Neutralelement sein soll. Also in den Einträgen 0,0 addiert mit diesem Double. Es steht ja auch überall ist gleich, also einmal hier und einmal hier, also ist das offensichtlich dasselbe. Ja, und nicht nur das, sondern das ist gleich gilt ja auch. Ich weiß sogar, was rauskommt, nämlich das Double selbst. Also daraus folgt, dieses Double plus das Neutralelement, jetzt weiß ich, dass das das Neutralelement sein muss, weil das mein Ergebnis ist, nichts anderes als diese Rechnung. Ja, daraus folgt, E plus ist, beziehungsweise schon definieren wir es gleich, E plus gleich 0,0 ist das Neutralelement bezüglich der, ja, schreiben wir es, im Fließtext Addition. Gut. Wir weisen jetzt noch das Inverse bezüglich der Unverknüpfung nach. Für das inverse Element beziehungsweise für inverse Elemente, weil jedes Element hat ein inverses, für die inversen Elemente bezüglich plus gilt Doppelpunkt. Naja, wir nehmen zunächst ein Paar aus der Menge der komplexen Zahlen und daraus folgt, ja, dieses Double plus dieses Double ist ja unter Verwendung der Definition der Verknüpfung plus nichts anderes als A minus A und B minus B. Hier drin rechne ich aber wieder in den reellen Zahlen. Also dann steht hier 0 und 0. Das ist aber mein Neutralelement bezüglich der Unverknüpfung. Das haben wir gerade belegt. Aber das kann ich auch so schreiben. Minus A plus A minus B plus B. Und das wiederum ist nichts anderes als, naja, die Definition für die Verknüpfung und rückwärts wieder gelesen. Minus A minus B plus AB. Naja, und was lese ich jetzt hier ab? Das ist das. Und ich weiß, was rauskommt, nämlich das Neutralelement. Also daraus folgt, dieses Paar addiert mit diesem Paar ist dieses Paar addiert mit diesem Paar und das ist das Neutralelement. Daraus folgt, das Inverse bzw. die inversen Elemente bezüglich plus haben die Gestalt, ja, minus A minus B. So, das waren die Körperaxiome bezüglich der Addition. Jetzt müssen wir dann in einem externen Video noch die Multiplikation nachweisen. Dann nehme ich mal die andere Darstellung, ja, A plus B mal I. Mit dieser Variante möchte ich das belegen. Und naja, dann müssen wir noch das Distributivgesetz nachweisen und dann haben wir alle Körperaxiome nachgewiesen und das heißt, die Menge C hier zu dem Zeitpunkt ist es noch eine Menge, weil noch nicht alle Körperaxiome nachgewiesen wurden, könnte ein Körper sein, ja? Zu dem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Also diese Menge hier. Gut.